So, Dille. Da hinten ist noch ein Schrapaliter. Wo ist der? Da. Guten Tag, meine Damen. Guten Tag. So, da haben wir uns auch mal das Splitterchen geholt. Ansonsten leichte Damen, wo man sich ja auch immer mal verstecken kann. Dann nehmen wir doch mal als nächstes diesen Aussichtsturm. An die Schriftrolle komme ich noch nicht ran. Da ist noch Gebiet. So. Aber auf dem war ich doch schon, ne? Genau, also mit dem kann ich ja zurzeit noch nichts anfangen, weil ich da schon war. Okay. Dann düsen wir mal weiter. Ja, ich... Also es ist gerade am Anfang auch immer sinnvoll, vielleicht in den Missionen erstmal weiterzumachen. Weil eben so vieles, was das Spiel bietet, noch nicht freigeschaltet ist. So kann ich zum Beispiel mit meinen Schweinehäuten, die ich da gesammelt habe, aktuell noch gar nichts anfangen, außer dass ich sie verkaufe. Aber hinterher kann ich daraus ja was machen. Ne? Ich habe mal reingeguckt in die Herstellung. Und da kann ich dann irgendwelche Beutel rausmachen. Und dann würde natürlich Sinn machen. Das ist der grausame Hey! Bleib doch mal stehen, Junge. Hallo. Bleib stehen. Pfui, pfui, pfui. Geh mal weg. Ja, das Schlimme ist, ich laufe immer irgendwo vor. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir Kollege Schnürschuh nicht bekommen. Genau. Also so richtig gut bin ich in diesem Jump and Runs ja nicht, ne? Ich kenne euch. Ihr seid Kenway, der Pirat. Nee. Wo bist du denn? Pirat! Pirat! Lauf! Kann ich den denn jetzt umbringen? Ihr seid Kenway. Oh, fuck, Mann. Da, 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 da. Da. Ich bin da nicht so gut drin. Ganz klar. Pirat! Pirat! Wo? Der ist aber auch nicht schlecht, der Typ. Un momento. Ja. Ich kenne euch. Ihr seid Kenway, der Pirat. Note de Un blanco claro. No lo pienso perder. No te escaparás así como así. Ja, warte, 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 warte. Ich verpiss mich besser. Komm, einfach mal weg hier. Geh doch mal weg, Opa. So?
Ja, das war ein Move, wa? Völliger Schwachsinn, aber es war ein Move. Ja, einfach mal schubsen. So, haben wir einen Grund, wo wir hinlaufen können? Nö, ne? Hier mal runter. Piraten anheuern will ich noch nicht. Guten Tag. Ich laufe hier nur, weil schnell. So, jetzt bin ich wieder frei, ne? Gut, okay. Irgendwie laufe ich aber auch immer wieder zu denselben Dingen. Weil das ist doch am Meer, ne? Das bringt doch gar nichts. So, wo könnte denn theoretisch die Kiste sein? Ach da. Gut, von der anderen Seite. Also nicht, dass jetzt einer meint, ich hätte was gegen Spanier oder so, ne? Nein, nein. Komm. Nein, runter. Junge, runter. Lass dich fallen. Gut. Also hier ist auf jeden Fall Feindesgebiet. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Lass mich doch weg, Mann. Alter, was ist denn mit dem? Ja, toll. Ja, ich weiß. Ist schlimm. Ja, gut, keine Chance mehr. Oder vielleicht doch. Wir bleiben einfach mal dran. Komm, jetzt geht doch mal aus dem Weg. Ich möchte da ja auch hoch. Weg, 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 weg. Und weiter geht die Flucht. Da war eine Kiste. Wo ist die Kiste? Komm, verpisst euch. Haut ab. Geht. Die sind aber auch, ich weiß nicht. Die sind aber auch immer hinter mir her. Ich glaube, die mögen mich nicht. Alto, quiero hablarte. Quieto ahí. Bist du bekloppt? Puedo darle. Und jetzt kann ich die nicht plündern, wegen diesem Affen da. Das ist doch. Mann. Ja, dem Kollegen ist schlecht geworden. So, da müsste hier noch irgendwo so ein Splitterchen sein. Also ich meine, wenn wir schon mal hier sind, ne? Dann nehmen wir den natürlich auch mit. Wie kriege ich den?
So jedenfalls nicht. Ach komm, du stell dich nicht so an. Wie bekommt man diesen Splitter? Wenn ich vom Balkon ausspringe? Ja. Okay. Haben wir noch irgendwas in der Nähe? Nur diesen Aussichtsturm, ne? Genau. Einmal das Knie stoßen. Sisi. Okay, wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal zu dem Ausrufezeichen. Dann habe ich wenigstens mal ein klares Ziel. Sonst gurke ich hier ja doch nur verloren in der Gegend. Da ist ein Splitter. Aha. Kommst du? Nein, ne? Wie kommt man da hoch? Geh nochmal weg. Wie kommt man da hoch? Mit die Leiter. Komm. Komm. Rüber springen wir, glaube ich, nicht so schlau, ne? Aber hier komme ich doch... Komme ich hier hoch? Tatsächlich. Hallöchen. Dann wandern wir mal hier rüber. Ja, mach mal. Jetzt mach aber bitte vorsichtig, Freund. Du bist aber auch ein Sprungprofi. Kannst du nicht einfach hier runter? Jawohl, wir haben 10 Fragmente gesammelt. Sehr gut. So, dann gucken wir mal, dass wir hier noch weiter hochkommen. Denn da ist ja noch ein Fragment. Wow. Wo auch... Ah, oben auf der... Auf der Kreuz. Ist keine Kacke drauf, also richtig, kann man nicht aktualisieren. Na komm. Okay. So, wo könnte denn hier die Kiste sein? Aber spring nicht zu weit, Junge. Das tut doch weh. Das tut doch weh. Hier ist eine Kiste. Gut, dann haben wir die auch. Und jetzt gehe ich wieder hoch und gucke mal, wie wir denn hinten auf den Synchronisationsturm kommen. Wäre von unten tatsächlich sinnvoll, ne? Jetzt hat er sich das Knie gestoßen. So. Wir können nämlich doch hier hochkraxeln. Ja, komm. Gib dir mal ein bisschen Mühe, Junge. Ehrlich, andere machen sowas zum Frühsport. Hopp, hopp, hopp. Ja, warte mal. Ich hab den Adler schon gehört. Warum flatterst du? Wo ist denn dein... Da, siehst du? Nee, nee, geh mal weiter. Und jetzt geh mal runter. Immer an der Adlerkacke orientieren. So. Einmal synchronisieren, bitte. Schön. Und einen... Ja. Würde ich auf jeden Fall nachmachen, sowas. So, dann können wir ja auch mal schauen nach... Hm.
Spiel unterscheiden. Na was? Mach doch mal was. Sag mal, habe ich eigentlich keine... Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Das ich ist danke richtig. Dir von Herzen. Die Frage ist ja, habe ich keine Waffen mehr? Warte. Einmal... ein bisschen looten. Ist denn dem Ging's schon schlecht? Ne, das kann ich nicht aufheben. Den habe ich schon gelootet. Entschuldigung. Ja, aber jetzt seht ihr auch, warum ich mich selber als Looter King bezeichne. Ich nehme alles mit. Alles. Und wenn der Gorilla und meine Wenigkeit bald nochmal ein neues Spiel in Betracht ziehen, weil irgendwann geht ja auch mal sowas wie Eco zu Ende, dann befürchte ich, wird das bei dem Loot-Spielen wieder ausarten. Ich kenne mich ja. Und dann werde ich Gorillachen zur Weißglut treiben, weil ich sage, nun warte doch mal. Lass uns doch mal eben bitte alles mitnehmen. Nur mal ganz kurz. Ja, ja. So das Übliche. So, da hinten sind wieder leichte Damen, die Dirnen. Nicht ins Wasser fallen. Und wir starten die nächste Mission. Verzeih den plötzlichen Abgang. Ein kleines Missverständnis. Leider nur eins von vielen. Ah, oh, Himmel. Tut mir leid, Freund, das war meine Schuld. Ich versuche nur, den Spaniern nicht ins Auge zu fallen. Das macht fast nichts. Nö. Unglücklicherweise haben die Soldaten meinen Zucker konfisziert. Und eure Depesche. Mist. Wo sind sie hin? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Schätze, diese Burschen wissen es, doch mein Spanisch ist muy maldad. Also frage ich lieber nicht. Verdammt. Nun gut, komm, folgen wir ihnen und retten meine Karten. Genau. Und mein Zucker? Und den Zucker. Was in meinen Unterhosen? Das werden wir ja sehen. Das Adlerauge. Mit dem Adlerauge können Sie interessante Dinge finden. Wenn Sie es benutzen, werden Tiere und Gegner in Rot sowie Zielpersonen und Missionsziele in Gold dargestellt. Drücken Sie V wie Victor, um das Adlerauge zu aktivieren. Beachten Sie, dass Sie das Adlerauge nicht benutzen können, wenn Sie rennen. Wenn Sie das Adlerauge benutzen, können Sie bis zu 10 Gegner oder Tiere markieren, indem Sie einfach ansehen. Wenn Sie markiert sind, können Sie die Gegner sogar durch Wände hindurch sehen, selbst ohne Adlerauge. Was dagegen, wenn ich mich euch anschließe? Nein. Nicht, wenn du still bist und außer Sicht bleibst. Wir versuchen es natürlich mit gebührendem Abstand. Bonnet. Ich glaube, bald habe ich den Dreh raus. Bist du bescheuert oder was? Ich fürchte, die wissen von uns. Sei leise. Oh, vielleicht. Je näher sie einem Gegner sind, desto schneller bemerkt er sie, halten sie Abstand, um nicht gesehen zu werden. Meine. Bestimmte Aktionen sind illegal und erregen die Aufmerksamkeit der Wachen. Wenn Symbole über ihren Köpfen voll sind, greifen sie an. Aber das haben wir ja schon erlebt, weil seitdem wir auf dieser Insel sind, ist ja letztlich mein ganzes Handeln illegal. Was denn? Ich soll weiter die Wachen verfolgen. Okay.